heutige 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing umfasst die ehemaligen niederösterreichischen selbstständigen Gemeinden Inzersdorf, Erlah, Siebenhirten, Atzgersdorf, Mauer, Rodau und Kalksburg und die namensgebende ehemalige Stadt Liesing. Der Bezirk wird relativ spät nach Wien eingemeindet und ist ein Überbleibsel der NS-Zeit von 1938 bis 1945. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 12. März 1938 marschieren deutsche Wehrmachtstruppen in Österreich ein. Am folgenden Tag, dem 13. März 1938, erlässt Hitler Gesetze zu einem vollständigen Anschluss Österreichs an Deutschland, tritt das Gesetz über Gebietsveränderungen im Lande Österreich vom 1. Oktober 1938 am 15. Oktober 1938 in Kraft. Mit diesem Gesetz wird Groß-Wien die im Nationalsozialisten Deutschen Reich flächenmäßig größte Stadt geschaffen, zu dem auch der neue 25. Wiener Gemeindebezirk Liesing gehört. Entsprechend der zeitgleich am 15. Oktober 1938 in Kraft getretenen Verordnung des Bürgermeisters von Wien, Dr. Neubacher, umfasst das Bezirksgebiet des neu geschaffenen 25. Gemeindebezirks Liesing neben dem oben definierten Gebiet des späteren bzw. heutigen 23. Gemeindebezirks Inzersdorf, Erlah, Siebenhirten, Atzgersdorf, Mauer, Rodaun, Kalksburg und Liesing auch die bis dahin selbstständigen Gemeinden Breitenfurt bei Wien, Kaltenleutgeben, Laab im Walde, Perchtoldsdorf und Vösendorf sowie den 1956 in den 13. Bezirk eingegliederten Leinzer Tiergarten. Dass die Bezeichnung Liesing gewählt wird, hat in der Benennung des Gerichtsbezirks Liesing eine Vorgeschichte. Zudem ist Liesing der einzige Bezirksteil mit Stadtrecht. Dazu kurz erklärt. Nach der Revolution 1848 wird die Grundherrschaft aufgehoben. Das Video Das Revolutionsjahr 1848 in Wien, ein historischer Rückblick, geht auf die Geschehnisse im Jahr 1848 und deren Folgen ausführlich ein. Infolge der Revolutionsereignisse entstehen 1850 in allen Kronländern Bezirkshauptmannschaften, in denen meist mehrere Gemeinden zur gemeinsamen Verwaltung zusammengeschlossen werden. Die heutigen Bezirksteile von Liesing werden dabei dem damals noch außerhalb der Stadt Wien gelegenen politischen Bezirk Hitzing zugeschlagen. Als der Norden dieses Bezirks als 13. Gemeindebezirk Hitzing in Wien 1892 eingemeindet wird, wird entsprechend einer Verordnung des Ministeriums für Inneres vom 14. Dezember 1891 mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1892 ein neuer politischer Bezirk Hitzing-Umgebung begründet. Der politische Bezirk Hitzing-Umgebung besteht neben den Orten im heutigen Gemeindebezirk Liesing unter anderem auch als Perchtoldsdorf, Purkersdorf und Vösendorf. Mit 1. Jänner 1904 wird der Gerichtsbezirk Liesing geschaffen, der zunächst alle Bezirksteile des heutigen Gemeindebezirks mit Ausnahme von Kalksburg, Mauer und Rodaun umfasst und Vösendorf mit einschließt. Diese Maßnahme ist eine bedeutende Vorstufe zur Gründung eines Wiener Gemeindebezirks unter dem Namen Liesing. Nach Kriegsende 1945 einigen sich Wien, Niederösterreich und der Nationalrat bereits 1946 darauf, Groß-Wien wieder weitgehend auf die ehemaligen Grenzen von vor 1938 zurückzustutzen und 80 der 97 1938 eingemeindeten Orte wieder in Niederösterreich einzugliedern. Die entsprechenden Verfassungsgesetze können aber aufgrund des Vetos der Sowjetunion als Besatzungsmacht vorerst nicht kundgemacht werden und daher nicht in Kraft treten. 1954 gibt die Sowjetunion ihr Veto auf. Aufgrund der nun geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, dem Gebietsänderungsgesetz, Landesgesetz für Wien Nummer 14 aus 1954, verbleiben per 1. September 1954 der Leinzer Tiergarten, Atzgersdorf, Erlah, Inzersdorf, Kalksburg, Liesing, Mauer, Rodaun und Siebenhirten definitiv bei Wien. Die anderen bisherigen Bezirksteile des ehemaligen 25. Wiener Gemeindebezirks Liesing, Breitenfurt bei Wien, Kaltenleutgeben,
Labienwalde, Berchtesdorf und Vösendorf werden wieder Ortsgemeinden in Niederösterreich. Die in Wien verbleibenden Teile werden nun als neuer 23. Bezirk Liesing zusammengefasst. Das heißt, seit 1954 hat Wien 23 Bezirke. Der Lainzer Tiergarten wird 1956 dem 13. Bezirk zugeordnet. Die Geschichte des Gemeindebezirks Liesing beginnt aber nicht erst mit dem Jahre 1938. Die den späteren Bezirk bildenden Orte entstehen zum größten Teil an der Liesing, die erstmals 1002 urkundlich als Lienitzka erwähnt wird. Schon vor der Schaffung des Gemeindebezirks Liesing bestehen zwischen den alten Orten in dessen Gebiet verschiedene Zusammenschlüsse. Seit dem Mittelalter zeigt sich das unter anderem in den Eigentümerverhältnissen der Grundherrschaften. Katold der Ältere von Eckartshau zum Beispiel besitzt im 14. Jahrhundert die Orte Erlah, Kalksburg, Mauer und Rodaun, die damit eine gewisse politische Einheit bilden. Bis zu den josephinischen Reformen in den Jahren 1781 bis 1790 spielt die Pfarre Atzgersdorf bis zum Jahre 1783 eine Rolle als regionales religiöses Machtzentrum für die umliegenden Orte. Von Atzgersdorf aus werden die katholischen Einwohner von Altmannsdorf, Erlah, Hetzendorf, Liesing, Mauer und Siebenhirten sowie teilweise Kalksburg betreut, die zwar eigene Kirchengebäude, aber keine eigene Pfarren besitzen. Die Geschichte des namensgebenden Bezirksteils vom 23. Bezirk Liesing, die ehemalige niederösterreichische Stadt Liesing, beginnt urkundlich nachweisbar am 1. November 1002. An diesem Tag schenkt der deutsche König Heinrich II. Dem Markgraf Heinrich I. eine Besitzung zwischen der Dürren Liesing und der Tristing. Das ist die älteste bekannte Königsschenkung an die Bamberger. In diesem Jahr wird erstmals der Fluss Liesing als Litznica erwähnt. Der Name leitet sich aus dem slawischen Lesnica ab und bedeutet Waldbach. Der Ort entsteht vermutlich um diese Zeit, wird jedoch sowohl während der ersten als auch während der zweiten Wiener Türkenbelagerung schwer zerstört und muss jeweils wieder neu besiedelt werden. In der Folgezeit entwickelt sich Liesing bald zu einem der wichtigsten landwirtschaftlich geprägten Orte am Fluss. Mit der Industrialisierung kommt ein großer wirtschaftlicher Aufschwung für Liesing. 1839 wird die Brauerei Liesing im Ort ansässig. Der schwer sehbehinderte Kriegsveteran Johann Georg Held errichtet auf dem Liesinger Felsenkeller Steinmasel, das seine Mutter Rosalia bereits 1803 erworben hat, 1839 die Liesinger Brauerei. Johann Georg Held erhält von der Herrschaft Liesing schon am 16. September 1828 die Genehmigung zum Bau einer Brauerei. Allerdings dauert es 11 Jahre bis zur Eröffnung, weil die Brauerzunft Einspruch erhebt. Die Brauerzunft will den benachbarten Brauereien in Brunn am Gebirge, Perchtelsdorf und auf dem Schellenhof nicht eine zusätzliche Konkurrenz verschaffen. 1838 kann Held dann doch die Brauerei errichten. Ein Jahr später, ab 1839, wird Bier in der Liesinger Brauerei gebraut und am 7. März erstmals ausgeschenkt. In den folgenden Jahren nehmen Bier und Ausschank ihren Aufstieg. Der Erfolg ist auf das Produkt Oberliesinger Felsenkellerbräu und auf die 1841 neu eröffnete Wien-Glocknitzer Bahn zurückzuführen, mit der die Wienerinnen und Wiener rasch nach Liesing fahren können. Kurz zur Geschichte der Wien-Glocknitzer Bahn, der Vorgängerbahn der heutigen Südbahn. Pläne zu einer Südbahn mit dem Ausgangspunkt Wien gibt es von Franz Xaver Rippel schon seit dem Jahr 1830. Ab 1836 finanziert Georg Simon Sina eine südliche Bahnlinie von Wien nach Wien-Neustadt und Ödenburg-Schopron. Die Projektierung führt Ingenieur Matthias Schönerer durch. Die Ausflugsorte Mödling, Laxenburg mit einer Stichbahn und Baden sollen für die Bevölkerung erschlossen werden.
Sina plant auch die Linie von Wiener Neustadt nach Glognitz und Schottwien. Falls es für zweckmäßig und wünschenswert erachtet wird, plant er, diese Eisenbahnstrecke bis nach Triest zu verlängern. Inzwischen treibt Erzherzog Johann die Eisenbahnplanungen in der Steiermark voran, da er die Industriegebiete an Mur und Mürztal bahntechnisch erschließen und eine Verkehrsverbindung über Graz zur Adria schaffen will. Erzherzog Johann hält es auch für technisch möglich, die Bahn über den Semmering zu trassieren. In den Jahren von 1839 bis 1842 wird die Wien-Glognitzer Bahn etappenweise fertiggestellt. 20. Juni 1841 Wien-Mödling, zuvor bereits Mödling-Wiener Neustadt. Am 5. Mai 1842 Ausbau bis Glognitz. 1853 wird die Wien-Glognitzer Bahn in das südliche Staatsbahnnetz eingegliedert. Technischer Leiter für das südliche Bahnnetz ist Karl Ritter von Geger, der 1842 bis 1857 die Südbahn über Graz und Laibach nach Triest errichtet und 1848 bis 1854 die Semmeringbahn als erste Gebirgsbahn Europas baut. Am 1. August 1857 verlässt der erste Schnellzug Wien Richtung Triest. In der Folge wird die Südbahn privatisiert. 1923 übernehmen die staatlichen Bundesbahnen den Betrieb in Österreich. Der Wiener Südbahnhof wird im Laufe der Jahrzehnte in drei Versionen errichtet. 1840, 1841 als Wien-Glognitzer Bahnhof, als Doppelbahnhof mit dem Wien-Raber Bahnhof, erbaut von Matthias von Schönerer. In den Jahren 1869 bis 1873 entsteht der alte Südbahnhof nach Plänen von Wilhelm von Flattich. In den Jahren 1951 bis 1960 entsteht der neue Südbahnhof anstelle des im Krieg beschädigten alten Südbahnhofs. 2009 wird der neue Südbahnhof zugunsten des Baus des Hauptbahnhofs aufgelassen. Aber zurück zur Liesinger Brauerei in das Jahr 1841. Der zügige Ausbau der Brauerei Liesing, der durch das rasche Aufblühen des Unternehmens notwendig ist, muss finanziert werden. 1843 treten Theodor Löwenthal und 1845 Moritz Faber Senior als Gesellschafter in den Betrieb ein. Als Johann Georg Held 1850 stirbt, bezahlen Löwenthal und Faber die Erben aus und führen die Brauerei Liesing unter der Bezeichnung Löwenthal und Faber weiter. 1855 übernimmt Moritz Faber Senior, gleichnamiger Sohn Moritz Faber Junior, die Leitung des Unternehmens. Moritz Faber Junior baut in rascher Folge die Brauerei aus, modernisiert sie und dehnt das Absatzgebiet über Niederösterreich und die angrenzenden Teile Ungarns aus. 1872 wird die Brauerei in die Aktiengesellschaft der Liesinger Brauerei umgewandelt. 1882 wird ein Anschlussgleis von der Brauerei an den Bahnhof Liesing und besondere Lokomotiven und Waggons für die Werksbahn teilweise auch als Pferdeschleppbahn gebaut. 1883 stellt Moritz Faber Junior das größte damals existierende Kühlaggregat von Karl von Linde auf und ist kurz darauf maßgeblich daran beteiligt, dass es einem Mitarbeiter von Linde, Karl Hempel, gelingt, erstmals kristallklares Kunsteis zu erzeugen. Damit sind viele der bestehenden Herausforderungen bei der Kühlung des Biers gelöst. Faber lässt daraufhin in der Brigittenau die Wiener Kristall-Eisfabrik errichten. Vinzenz Miller von Eichholz erwirbt bei der Rechtsumwandlung der Brauerei in eine Aktiengesellschaft 1872 ein großes Aktienpaket und wechselt sich mit Faber bei dem Posten des Verwaltungsratspräsidenten ab. 1898 wird nach Plänen des bekannten Architekturbüros Fellner und Helmer ein Turm auf dem Brauereigelände errichtet, das zum Wahrzeichen der Brauerei wird. Die Liesinger Brauhausrestauration mit einem großen Tanzsaal ist jahrzehntelang ein beliebtes Ausflugslokal. Werkswohnhäuser der Anlage entstehen in den Jahren 1900 bis 1914 in unmittelbarer Nähe der Brauerei nach Plänen von Leopold Simoni.
Als Vinzenz Miller zu Eichholz 1913 stirbt, treten seine Söhne August und Heinrich Miller zu Eichholz an seine Stelle. Nach dem Tod von Moritz Faber junior 1921 geht die Aktienmehrheit endgültig auf die Familie Miller zu Eichholz über. Schwankt am Vorabend des Ersten Weltkriegs die Bierproduktion zwischen 300.000 und 400.000 Hektoliter pro Jahr, zwingt der Rohstoffmangel in den Kriegsjahren zu einer großen Betriebseinschränkung. Der jährliche Absatz sinkt 1917 auf knapp 23.000 Hektoliter und erst 1925 können wieder über 220.000 Hektoliter gebraut werden, was aber nur 2/3 der Vorkriegsproduktion entspricht. Im Jahr 1927 endet mit dem Ausscheiden von Heinrich Miller Eichholz auch das Engagement dieser Familie in der Liesinger Brauerei. 1928 erfolgt die Fusion mit der österreichischen Brauer AG. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zählt die Liesinger Brauerei 1945 zu den ersten Betrieben, die wieder voll arbeiten. Die Brauerei befindet sich zu dieser Zeit in den Händen der USIA. Die USIA verwaltet das sowjetische Eigentum in Österreich im Bereich der sowjetischen Besatzungszone in den Jahren von 1946 bis 1955. Die USIA wird von sowjetischen Stellen geleitet und hat sich nach den Vorgaben der sowjetischen Staatsführung zu richten. Die erwirtschafteten Gewinne kommen der Besatzungsmacht zugute. Die USIA stellt die Versorgung der Liesinger Brauerei mit Gerste sicher und beschäftigt 500 Arbeiter. Im Zuge der Modernisierung wird 1966 bis 1968 noch eine Siloanlage für 22.000 Tonnen Gerste, der sogenannte Brau-AG-Turm, von der Firma Mayreder errichtet. Er wird 1968 in Betrieb genommen und bis zu seinem Abriss im Juni 2006 allgemein als architektonischer Schandfleck bezeichnet. Am 13. Juli 1973 wird in der Brauerei der letzte Sud vorbereitet. Danach werden in Liesing nur noch Abfüllanlagen für Limonaden und Sodawasser betrieben. Nach einem spektakulären Großbrand am 11. Februar 2005 beginnen die Abbrucharbeiten der ehemaligen Brauerei. Einige der Reste von Industriebauwerken in Liesing gehen auf das 19. Jahrhundert oder den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, so zum Beispiel auf die Sargwerke oder den Chemiebetrieb Wagenmann und Seibert. Die Firma F.A. Sargs Sohn & Co. ist ein chemisches Unternehmen in Liesing, das Mitte des 19. Jahrhunderts durch Millikerzen und Glycerin-Toilettenartikel Bedeutung erlangt. Auf Basis eines französischen Patents erhält A. Demy 1837 ein Privilegium zur Erzeugung von Stearinkerzen. Gemeinsam mit seinem Bruder J. Demy gründet er 1839 die KKMI Kerzenfabriksgesellschaft und errichtet eine Fabrik erst auf der Wieden 83, später in der Wohlebengasse 10. Die Produktionsstätte in Liesing wird 1854 von der Mie Kerzenfabriksgesellschaft errichtet. 1858 wird die Kerzenfabriksgesellschaft liquidiert, von Friedrich Albert Sarg ersteigert und gemeinsam mit seinem Sohn Karl weiterbetrieben. Karl Sarg entwickelt 1860 die transparenten Glycerinseifen, die sich industriell hergestellt rasch zu einem massenhaft verkauften Konsumprodukt entwickelt. 1887 bringt Karl Sarg Carlodont die weltweit erste Zahnpasta in Tuben auf den Markt. 1925 erfolgt die Übernahme durch die Georg Schicht AG, die den Firmennamen bis 1929 weiterführt. Die Wagemann, Seibel und Compagnon KK privilegierte Fabrik chemischer Produkte wird 1828 unter den Namen Braun und Wagemann von dem aus Württemberg stammenden Dr. Karl Wagemann gegründet. Seinen späteren Namen erhielt das Unternehmen nach Übernahme durch Wagemanns Stiefsohn Emil Seibel 1845. Das Unternehmen entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Chemieproduzenten Österreich-Ungarns. Am 21. März 1872 erwirbt Seibel zur Werkserweiterung die obere Heidmühle, die zwischen Seibelgasse und Liesingbach liegt,
auch Mühle unterhalb der Servatiuskapelle, Haus- oder Polstermühle genannt. Das Werk wird 1880 von seinen Söhnen Otto, Paul und Georg Seibel übernommen, ihre Familie 1912 in den Adelstand aufgenommen. 1898 beträgt die Fläche des Werks ca. 90.000 Quadratmeter, von denen 52.000 Quadratmeter mit Fabrikgebäuden verbaut sind. Eine eigene Bahnanlage mit einer Reihe von Nebengleisen verbindet das Werk an den Südteil des Bahnhof Liesing und damit an die Südbahn. Für die Mitarbeiter und deren Familien sind Wohnhäuser und eine Kranken- und Unterstützungskasse vorhanden. 1908 wird das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und 1911 mit der damaligen Holzverkohlungsindustrie AG der HIAG zusammengeschlossen. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 verliert das Werk Wagemann, Seibel und Co. den größten Teil seiner Rohstoffquellen und Absatzmärkte. 1920 werden seine Aktien an den Rüstungskonzern Skoda Wetzlar verkauft.